Handelt es sich hierbei um die nächste Weltmacht? Ein Technologiesektor, der kurz vor einem Boom steht? Großes Potenzial, vielleicht dann auch für uns Anleger? Können wir diese Fragen in Bezug zu China mit Ja beantworten? Das lasst uns in diesem Video einmal herausfinden. Hey und herzlich willkommen bei Easy Finance, denn wie du weißt, Finance ist easy. Was wird eigentlich zukünftig aus China werden? Ich meine, über die Performance des Aktienmarktes von China des letzten Jahres müssen wir ja nicht großartig sprechen. Ich möchte vielleicht dieses Video einmal beginnen, um die aktuelle Situation bzw. auch die aktuellen Herausforderungen von China ein bisschen herauszustellen. Ich hatte es gerade angesprochen, die grandiose Performance von chinesischen Aktien im letzten Jahr. Natürlich haben da Regierungswellen oder plötzliche Regierungswellen natürlich dem Ganzen, das Ganze beeinflusst und chinesische Aktien letztendlich auf den Boden der Tatsachen fallen lassen. Regierungsbehörden nahmen vor allem Sektoren wie beispielsweise den Technologiesektor, Bildungssektor, aber auch Glücksspielsektor ins Visier. Und dann gab es natürlich viele große Unternehmen, Top-Tech-Unternehmen, die dem Ganzen zum Opfer gefallen sind. Wie beispielsweise Tencent, wie Alibaba, aber auch beispielsweise Essenslieferungs-Apps. Unternehmen im Online-Gaming-Bereich, im Nachhilfeunterricht wird auch viel abgestraft und natürlich auch Kryptowährungen fielen den Regulierungen zum Opfer. Und auch im Bereich des Datenschutzes haben Regulierungsbehörden, ich würde mal sagen, wichtige Maßnahmen ergriffen. Und viele Regulierungen sind da wahrscheinlich eher anderer Natur. China will prinzipiell einfach private Unternehmen, ich würde mal sagen, klein halten. Man will nicht, dass sie zu viel Macht haben und auch zu viel Equity einfach in Form von Dollar besitzen. Und da sieht man, wie bei fast allen Dingen im Leben ist hier einfach der Machtkampf der Ursprung der geringen Kurse. Das alles hat natürlich dann logischerweise viele Anleger aufgeschreckt und einfach dazu veranlasst, sich einfach mal zu fragen, okay, ist der Markt überhaupt noch attraktiv? Hinzu kommt ein weiteres Problem. Wissen viele, denke ich, von euch, die Probleme rund um das Immobilienunternehmen Evergrande, die natürlich auch den Markt belastet haben. Es gab eine wachsende Zahl an chinesischen Bauträgern, die finanzielle Probleme hatten. Die Immobilienverkäufe, die nahmen zu und die Immobilienpreise in China sind stark zurückgegangen. Dies besorgt natürlich ebenfalls uns Anleger. Es gibt noch weitere Herausforderungen oder Probleme, denen sich China konfrontiert sehen muss. Angesichts dieser wachsenden Herausforderungen ist es nämlich so, dass es ein niedriges Wirtschaftswachstum gibt und auch weiter prognostiziert wird. Der Premierminister hat beispielsweise vor kurzem erklärt, dass China jetzt in diesem Jahr mit einem BIP-Wachstum von etwa 5,5 das anstrebt oder damit rechnet. Und im Vergleich dazu vielleicht einmal, was bei den vorherigen Jahren, was da für ein Wachstum war. Im Jahr 2021 war es beispielsweise 8,1% und in den letzten 4 Jahrzehnten waren es sogar 10%. Problem ist auch beispielsweise, was den Null-Toleranz-Ansatz angeht gegenüber dem Coronavirus und natürlich auch die Auswirkungen der Ukraine-Krise. Einmal jetzt in Bezug zur Pandemie hat China wohl teils vielleicht auch mehr Probleme, als sie zugeben. Dies wird beispielsweise auch in Zahlen wie der Nutzung einzelner Transportmittel, die stark zurückgegangen sind, erkenntlich. Um das eben auch in Regionen und Städten, in denen China sagt, dass sie dort mit einer kleinen Ausbreitung oder mit keiner großen Ausbreitung zu kämpfen haben. Also sie fegen das Thema ein bisschen unter den Teppich. Eine hohe Sterblichkeitsrate, der Umgang mit den Impfungen und die Lockdown-Politik belasten dann natürlich die wirtschaftlichen Fähigkeiten von China. Und ich meine, gerade was das Thema angeht, konnten wir vor kurzem sehen, dass beispielsweise durch die Abregelung von Shanghai wieder chinesische Aktien in Schwanken gekommen sind. Und dieser Null-Toleranz-Ansatz gegenüber dem Virus, der verunsichert natürlich die Aussichten für Aktien und macht es dann natürlich auch dem Land schwer, den gerade angesprochenen BIP, das Wachstumsziel von 5,5% überhaupt zu erreichen. Das jetzt einmal zu der aktuellen Situation bzw. zu den allgegenwärtigen Herausforderungen, die China einfach hat.
Ich sage es mal so, ich bin aber dennoch der Meinung, dass man als Anleger China im Auge behalten sollte und dass China der Markt Chancen bietet. Und warum das so ist, möchte ich dir natürlich auch erklären. Zum einen einmal das Offensichtlichste, natürlich gibt es jetzt günstige Einstiegschancen. Natürlich gibt es aber noch mehr neben diesem Aspekt. Die Wirtschaft hat mit starkem Gegenwind zu kämpfen und die Unternehmen, chinesische Unternehmen, werden jetzt steuerlich weiter unterstützt, um einfach diese Überwindung von den Schwierigkeiten, dass man da einfach seitens der Regierung Unterstützung bietet. China begrüßt außerdem auch mehr ausländische Investitionen. Es ist beispielsweise im vergangenen Jahr sind 170 Milliarden Dollar an ausländischen Investitionen hat China erhalten. Und es wird auch jetzt in dem Arbeitsbericht der Regierung für das Jahr 2020 wird auch 2022 so wird auch betont, dass einfach diese Reformen sich weiter fortsetzen und dass einfach China sich dem Rest der Welt öffnen wird. Es gibt aber noch weitere Faktoren, die natürlich China interessant machen. Für die zukünftige Stärke der chinesischen Wirtschaft spricht nämlich auch die Anbindung an günstige Energie, kommend aus Russland, und auch der steigende Konsum der Haushalte. Schlüsselfaktoren für das Wachstum und für das Wachstum der Investitionsbranche und auch der Handelsbranche sind einfach auch die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen, also schlichtweg dadurch auch günstige Mittel wie beispielsweise Aluminium, eine fortschrittliche Technologie, die man auch erwähnen sollte, billige Arbeitskräfte, Goldreserven, die auch durchaus geschätzt höher sein können, als öffentlich publiziert wird, und eine wachsende Bevölkerung, will ich gleich auch noch mal kurz darüber reden. Und ein ganz wichtiger Aspekt, Semiconductor. Diese sollten wir in diesem Kontext auch wirklich als Schlüsselelemente sehen. Denn diese sind nicht nur für die Autoindustrie unüberbrückbar. Es haben jetzt viele Werke geschlossen, aber Taiwan ist noch offen und hat damit mit diesem offenen Werk quasi, ich würde mal sagen, die Macht in der Hand. Und ist es nicht in Anbetracht dessen interessant, dass Amerika und China gerade jetzt in Bezug zu Taiwan auch einige Diskussionen führen? Taiwan ist zwar recht unabhängig und will natürlich diese Rolle sicherlich auch weiter behalten, aber man sieht, dass Amerika diesen Schatz, den China einfach hat, richtig einzuschätzen weiß. Ob dort jetzt Ähnliches passieren könnte, wie aktuell mit der Ukraine, werden wir sehen. Sowohl die Intention des Westens, aber auch des Ostens, die diese beiden Quellen, also Taiwan und die Ukraine, einfach ungern abgeben wollen, wäre natürlich verständlich. Das ist ein anderes Thema, aber sollte man vielleicht einfach mal im Hinterkopf haben und ist in gewisser Weise dadurch auch, dass China einfach eine Macht, was das angeht, dass da einfach eine Macht vorhanden ist. Und wie gesagt, ich hatte gerade auch den Aspekt der wachsenden Bevölkerung angesprochen. Es ist tatsächlich so, wenn man sich jetzt den demografischen Wandel anschaut und Ost und West miteinander vergleicht, so gewinnt tatsächlich der Osten. Kommen wir zum Schluss noch zu einem weiteren Thema, zu einem weiteren Feld, welches China auch zugutekommen kann. Es ist nämlich die Nachfrage an kritischen Materialien für Konsumgüter, die China letztendlich, ich würde mal sagen, ein Stück weit zum Art Kernpunkt-Mittelpunkt gemacht haben. Es ist nämlich so, dass in den letzten 25 Jahren China eine inländische Versorgungssicherheit geschaffen hat oder erreicht hat, was kritische Industriemetalle oder Materialien angeht. Großbritannien und USA haben, um das zu erreichen, beispielsweise mehr als ein Jahrhundert gebraucht. Vielleicht um das Thema einmal, um da ein bisschen reinzukommen. Ich weiß, dass jetzt nicht jeder, was das Thema seltene Erden angeht, ein Fachmann ist. Deswegen, was sind kritische Materialien überhaupt? Das waren ursprünglich kritische Materialien diejenigen, die für die erste industrielle Revolution notwendig waren, die auf fossiler Dampfkraft basiert, um jetzt beispielsweise Eisen, Kupfer und schließlich auch Aluminium abzubauen, zu raffinieren und zu verarbeiten. Und diese Kategorie der kritischen Metalle und Werkstoffe wurde jetzt auch noch seit dem Zweiten Weltkrieg weltweit noch erweitert, um Werkstoffe, deren elektronische Eigenschaft unsere technologische Konsumgesellschaft einfach ermöglichen. Das heißt, es wurde um die sogenannten Technologiemetalle erweitert. Ich blende euch einmal ein, was alles zu den Technologiemetallen zählt. So viel jetzt einmal zum kleinen Exkurs. China ist jetzt also der erste Nationalstaat, der seine Versorgungssicherheit für diese Technologiemetalle einfach vollständig hergestellt hat. Und die USA und Europa sind einfach schlussendlich bei mehr als der Hälfte aller technologiegestützter Konsumgüter auf China angewiesen. Und wenn jetzt Rohstoffe mit dem chinesischen Yuan gekauft werden können,
wird natürlich dieser exorbitante Vorteil, den USA hatte, nämlich die Weltreservewährung zu sein, zusammen mit der technologischen Dominanz auf dem Verbrauchermarkt, letztendlich vielleicht deswegen verschwinden. Und in diesem Kontext ist vielleicht auch spannend, dass beispielsweise Saudi-Arabien erwägt, die chinesischen Ölkäufe gar nicht mehr Dollar zu akzeptieren, sondern da dann Yuan. Wir im Westen werden dann vielleicht irgendwann abhängig sein von China in Bezug auf Materialien und Brennstoffe. Und letztendlich sind nicht wir diejenigen, die den Preis festlegen werden, sondern China. Kommen wir zum Schluss noch zu einigen weiteren Punkten, die ich einmal kurz erwähnen möchte, die man auch im Auge haben sollte. Zum einen, was ist jetzt, wenn China sich auf Russlands Seite stellt und dadurch vielleicht auch feindselige Reaktionen vom Westen zu erwarten sind? Was, wenn jetzt auch China und chinesische Unternehmen, wenn chinesischen Unternehmen beispielsweise Sanktionen drohen? Das sind natürlich Befürchtungen, und die Spannung zwischen China und USA, die besteht eigentlich schon seit langem, die ist jetzt aber erstmal richtig in die Schlagzeilen geraten. Ich befürchte jedoch, dass die Situation Russland und China sich vielleicht deswegen ein bisschen miteinander vermischen könnte. Ich bin aber der Meinung, China ist eindeutig nicht Russland, und deswegen muss man einfach das Ganze beobachten. Aber es sind halt im Moment erstmal noch Vermutungen. Sie können eintreten, sie müssen aber nicht eintreten. Und vieles könnte im Allgemeinen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, zukünftig eher auf eine Deglobalisierung hinauslaufen. Vieles, was jetzt also über 20 Jahre aufgebaut wurde, ist gerade eigentlich in einem Wandel und möglicherweise auch davor, sich einfach komplett zu ändern. Und ehrlich gesagt gibt es da viele Anzeichen. Die Unabhängigkeit der BRICS-Staaten und vorne mit dabei halt China jetzt zu 100% vorherzusehen ist schwierig. Aber der Zugang zu Energie und natürlichen Ressourcen und Rohstoffen ist, denke ich, da wirklich von entscheidender Bedeutung. Weil wenn wir mal ehrlich sind, Energie ist der Treiber der Wirtschaft. Ohne Energie keine Wirtschaft. Jetzt mögen dennoch einige von euch wahrscheinlich sagen, China auf gar keinen Fall, ich lasse die Finger davon. Andere erkennen vielleicht aber wiederum die Chancen, die der Markt einfach bietet. Ob man jetzt letztendlich ein Investment tätigt, hängt von dir selber ab. Es hängt von deiner persönlichen Risikobereitschaft ab, es hängt von deinen Kenntnissen ab, es hängt von deinem Anlagehorizont ab. Ich persönlich, wie gesagt, keine Anlageberatung, meine persönliche Meinung. Ich schätze China trotz der aktuellen Herausforderungen dennoch als spannend und als zukunftsträchtig ein. Ich habe die Chancen, denke ich, im Detail erläutert. Ich wollte euch das Ganze mal einfach darstellen, vor Augen führen, damit ihr seht, okay, was für Möglichkeiten, was für Herausforderungen auf der anderen Seite gibt es aber aktuell in Bezug zu China. Letztendlich kann ich auch nicht in die Glaskugel schauen und weiß, was passiert, aber es ist dennoch, finde ich, ein sehr spannender Markt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr noch nicht unseren Kanal abonniert habt, dann solltet ihr dies natürlich auch unbedingt tun. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Izzy.